Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Wieder mit mir und dem Weltenbummler als Belustigung. Als Belustigung, ja, nett. Ja, hi Leute, ich bin auch hier. Als Nein, Belustigung wohl bemerkt. er will halt, oder ich wollte und er wollte dabei sein, um halt ein bisschen zu quatschen. Es nicht so langweilig wird. Genau. Weil ich halt auch so ein bisschen Turm im Kopf bin und so, wisst ihr Bescheid, ne? Und wir hatten, oder wir haben jetzt alle, so viel wie ich das mitbekommen habe, 5 Packs geschenkt bekommen von EA. Von EA bekommt man was geschenkt. Ey, ey, ist scheiße. Und da werde ich dann auch mal ein bisschen was öffnen gerade. Das habe ich gerade nur gesehen in der Web-App, dass ich auf einmal 5 Sets hatte. Du, warum? Du hast sie gar nicht verdient. Ja, die hätte wohl jeder bekommen. Geil, ich muss gleich auch hin. Mein erster Pack ist nicht so wirklich was Besonderes gerade bei mir. Obwohl FIFA ist nicht so mein Ding, leider. Ist Eher auf halt andere Sachen. so wie auf mich. Was denn? Das war jetzt ein Witz, der echt, der kam richtig gut. War doch gut, der Witz. Wo hast du mich gerade zum Lachen gebracht, Alter? Egal, ne? Ich bringe einen immer zum Lachen. Dachte. Und ich wollte mal in dieser Folge mal nach einem Stürmer für unsere BBVA-Mannschaft gucken. BBVA, ich habe davon, ich schwöre, ich habe davon gar keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte FIFA-Spiel lieber sein lassen. Ich glaube, ich sollte lieber bei meinen Ego-Shootern bleiben und so. BBVA ist für dich so eine Mannschaft halt aus komplett spanischen Spielern, also wie Spieler von Barcelona und sowas. Ah, okay. Oder Real Madrid, also halt komplett aus Spanien. Spanien nennt man halt die Liga, Liga BBVA heißt die. Also erklärst du dir so gesagt für die dummen Leute. Richtig. Ja. Ah, muss ich halt zugeben, ich bin in FIFA bin ich echt ein bisschen zum Ja, Geldspielen. ich glaube auch andere wissen das nicht. Also ich glaube nicht nur du weißt das nicht. Wissen Ja. tust. Bin ja generell so Fußball-Noob. Aber ich werde einfach mal nebenbei, damit wir wirklich, wann kommt denn die Folge raus, wenn ich fragen darf? Jetzt muss ich mal überlegen. Übermorgen kommt meine letzte von der letzten Ah, die kommt Aufnahmesession auf jeden raus. Fall diesen Monat noch. Das heißt in 4 Tagen. Ja, okay, ja, dann ist das aktuell. Ja, ich arbeite nämlich am Server, damit wirklich am Ende dieses Monats vielleicht der Server schon in die Beta-Phase eingehen kann, wenn ich weiß, Frozen Crafting und so. Genau. Hebt die Hände in die Luft und klatscht dreimal. Yeah! Frozen Crafting, bam! Da werde ich dann auch noch ein Infovideo raushauen. Ja, bald wird auch ein Trailer kommen. Ich muss genau, ich kann gleich mal den Kanal vorbereiten. Eigentlich. Ja. Gönner, ich wundere, ich bin eben bei einem anderen Teamseek-Channel unter Musik, Leute. Gönner, da. ja, der Welti, der macht gerade. Ja, singen tut er halt, ne? Also Ja, Digga. er versucht zumindest, sagen Da, wir's. da, 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 da. So. Wieso ging das jetzt nicht? Hä? Spacko, ey. Ohne Witz. Oh. Oh lol. So, wie sieht denn die Fitness aus? Die sieht super gut aus. Schlecht. Bis auf ein paar Spieler. Denen geht's richtig schlecht. Wen denn? David Villa zum Beispiel. Ach, kenne ich sowieso nicht. Was sind Vollidioten? Was sind Vollidioten?
Fragt er erst nach, wohin denn? Okay, so nicht. Was denn? Wenn man ehrlich, Alter. Gott. Gönner. Hashtag läuft. Ja, weiß ich, kann wohl sowieso nicht sagen. Ja, den kenne ich aber, obwohl ich ihn nicht kenne. Ja, das stimmt allerdings. Sehr Ja, der Welti hat wieder gehaar. sein weißes Pulver Da, da, genommen. da, da. Da, da, da. Na, Welti? Gönner gehaar. Gönner gehaar. Ja, gerade ich. Denk nur bei SFM halt, ne? Nach dem Sieg Da sind im ersten Drugs Spiel Standard. dieser Saison ist die Euphorie groß. Und ein weiterer Erfolg in dieser Partie heute, dann wäre Oder ein nicht? großartiger Ja, hier ist Auftakt. falsch. Oder mal jetzt das Falsche, ich weiß eben nicht, ich kenne mich noch nicht so aus. Ach Quatsch, du machst nie was falsch. Ja, dann los, ja. So, schade, mein Benzema wäre fast an den Ball gekommen. Oh! Diego Costa mit der Reason from. Mit der Reason Chance, ja. Oh lol. Der Schiedsrichter zeigt an, es gibt Abstoß. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Liga wir sind. Ich glaube, wir sind jetzt in Liga 6. Also schlecht. Ja, es geht. Also schlecht. Gut mitgespielt. Oder wie? Na, es geht. Ist Pass fast in die die Mitte. Spitze. Schön, das öffnet der Spieler, aber er muss ankommen. 10 Put Liegen. your finger, Britic, let's go. Lol. Was machen wir mit dem Verteidiger? Nein. Boah. Ach man, wieso kannst du nicht mehr verlieren? Das ist die Chance. Mann, 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 Mann. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Diego Voller. Oh. Das geht ja gleich gut los hier. Warte, hast du verloren? Nee. Ich habe gerade erstmal schön einen auf die Fresse gelegt. Ja. Also mein Gegner. Nein. Toll, wie er das macht und. Oh, endlich mal ein Bild. Was dann? Die ist super Bild, sowas ist so einfügen kann. Oh, und es geht. Pornose, geile Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, wie geht. Bei Uschi, Alter. Aber ich habe gerade ganz schön Glück hier. Hey, du bist eine Scheiße. Mein ja, Gegner macht ganz schön Druck gerade. Hast du es nicht gehört? Ja doch, doch, ich hab's auch schon gehört. Nein, nein, nein. Nein! 1:0 von meinem Gegner. Tut mir voll leid, sorry. Durch Andres de D'Alessandro, wie auch immer. Seine Mannschaft heißt Slowakia, also aus der Slowakei wahrscheinlich. Was, ja? Ja, das ist, ja, spät. Genau ja. Jawohl, 1:1 durch Karim Benzema. Warum? Warum musst du Torschützen, ne? Willst du mich ärgern, oder? Ja, ja, klar. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Es war What the thing a prefix is good. What you think a prefix is good. What you think a prefix is good. Ja, Mann, das schaut rein, ey. Überleg mal, was ich machen soll. Soll ich jetzt anfangen, das Video zu schneiden oder nicht? Flanke findet keinen Welches Video?
Ich habe da aufgenommen, Hex Town. Ach so. Ja, Willst aber ich glaube, ich. Ach nee, ich wollte meinen Server weiterbauen, ne? Ich wollte den Mall weitermachen. Oh! Und da war ja was. Ja, und mein Outro wollte es auch noch machen. Da war ja auch noch was, ne? Ja, irgendwann mal. Ach nee, das wollte ja dein Kollege Welti machen. Genau, wollte gerade sagen, das wollte er Welti machen. Ich mach doch gar nicht mehr. Oh Mann, Mann. Hast du ja vergessen, ne? Ja. Ja, ich sag ja, ich bin langsam alt. Es wird langsam problematisch. Verstehst du? Ja. Ah, schade. Fast wäre der Pass durchgekommen. Jawohl, 2-1 durch Granero. Also für mich, ne? Ich bin Beste, ey. Oh lol, wie schlecht gespielt gerade. Also ich. Und Eckball gibt's. Das kann passieren, es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Das ist Freistoß für unseren Gegner. Das finde ich auch nicht schön, dass das jetzt Freistoß gibt so. Das finde ich nicht okay. Auf jeden Fall merkt man, merke ich, dass in meiner spanischen Mannschaft im Angriff es jetzt ziemlich besser läuft als vorher. Vorher habe ich immer 4-0 oder so einen auf die Fresse gekriegt. Und hatte, glaube ich, in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss gehabt. Oh. Das heißt, das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht, war das. Jetzt habe ich ja wenigstens schon mal einen Torschuss. So, zwei Tore. Also mindestens zwei Torschüsse. Okay. Oh. Los. Ja, ich spiele gerade nicht so gut, finde ich. Nee, bist du ja scheiße. Ich hab zu viele Ballverluste. Bist du wieder scheiße? Ja, ich bin immer scheiße. War doch schon. Also die Schnauze. Nein! Nein! 2-2. Bam, 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 bam. Ja, weil was hast du denn heute Abend alles so genommen, dass es dir jetzt so gut geht? Drugs, Digga, Drugs, Digga, Drugs, 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 weißen Schnee, Junge, durch den Mund gepfiffen, Alter. Einfach reingenommen, dann. Lecker. Nochmal, Nein, 3-2, das gibt's nicht. Was ist das? Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist das für ein Geräusch?
Dieses Tor wollen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Im ersten Versuch pariert Tom Kiefer, aber am Ende ist das Ding doch. Na, was ist das für ein Geräusch? Was denkst du? Ich denke, dass du deinen Arsch, dass du deinen Finger in den Arsch gesteckt hast, keine Ahnung. Das ist so gerollt, Alter. Oh, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird's nochmal richtig dramatisch. Und das 3:3 durch Diego Costa, jawohl. Das Ballon. Keine Chance für den Torwart. Genau, so drauf rum. So. Weißt du? Jetzt habe ich selber Fragen. Weißt du, was jetzt spielt? Ja? Nee, scheiße, nicht Garry's Mod alleine. Scheiße. Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Eine präzise. Oh, was war? Aber der Abwehrspieler, er kommt trotzdem ran. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist der. Boah, das war gerade wichtig, dass ich dazwischen gegangen bin. Oh. Brie. Ein weiter Ball auf Kant. Achtung! Der gute Pass. Ah, Mann, Mist. Diese verunglückte Aktion jedenfalls wird mit höhnischen Zurufen belohnt. Und das kann auch den abgezocktesten Profi aus der Ruhe bringen. Bitch. Achtung, er macht Tore in Serie. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Also mein Gegner ist gar nicht mal so schlecht. Souverän, wie er das Problem gelöst hat. Oder ich einfach nur zu schlecht. Boah, der war weg. Ah Mann! Risiko! Sie können ihn doch nicht so frei laufen lassen! Aber die Schiedsrichter haben aufgepasst! Abseits! Schönes Stellungsspiel! So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen! Ich überlege noch, wen ich mir denn noch alles so holen kann. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Können Sie die Flanke verwerten? Er läuft auf jeden Fall bei dir. Was? Läuft auf jeden Fall bei dir, Biat. Ja, das ging ja nicht. Theoretisch könntet ihr unter diesem Video schreiben, wenn ihr mal beim Frozen Crafting Server euch bewerben wollt als Bauteam. Weil wir suchen auf jeden Fall noch welche, die so kräftig bauen können und so. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, dass da, wenn welche Bock haben, mitmachen können und als Bilder anfangen. Ne, würde ich sagen. Wir hören uns natürlich die Leute vorher an, ist ja klar. Würde glaube ich jeder machen, oder? Ja. Also von daher. Also, es soll halt. Kann es ja auch mal, sage ich mal, schon mal eine Mindestanforderung. Also zuerst legal gekauftes Minecraft, ne? Das ist natürlich. Aber sollte euch klar sein, gekauftes Minecraft, ungekauftes Minecraft wird hier keiner irgendwie angenommen oder so, weil ich unterstütze, oder beziehungsweise wir unterstützen keine Cracks, was das angeht, da wir das, sei jetzt mal so gesagt, unterstützen würden mit dieser Sache, wenn wir jetzt sagen würden, ja, easy going, könnt mit rein, bla bla bla. Da wir das damit so gesagt unterstützen würden, machen wir das nämlich nicht und deswegen sagen wir never ever again, kauft jetzt mal Minecraft und dann können wir weiterreden. Also für die, die kein Minecraft haben, die können gleich knicken und brauchen hier drunter jetzt nicht irgendwie erhoffen, dass wenn sie hier was reinschreiben, dass sie dann so angenommen werden oder beziehungsweise dass wir zu einem Gespräch bitten oder so. Weil wir wollen echt jetzt hier irgendwie nicht keine Cracks oder so was fördern. Wenn ihr irgendwie gut bauen könnt und Interesse habt, sind auf jeden Fall die Voraussetzungen. Mindestalter, sag ich mal, ist erstmal 15 angelegt.
können theoretisch, könnten wir 15 machen, aber wir hören uns natürlich die Leute an, deswegen ist immer so eine Sache, weil manche sind halt noch so ein bisschen weil sie böse rüberkommen oder so, aber manche sind halt einfach noch Kinder. Und da wir das im Endeffekt, oder da wir halt im Endeffekt jetzt da jetzt mal nicht so, so auf Kinder bauen wollen, sag ich jetzt mal, sondern auch ein bisschen jetzt was, ich meine, ein 14-Jähriger handelt anders als ein 16-, 17-Jähriger, jetzt mal, um ehrlich zu sein, ne, also, ja. Und wie gesagt, beziehungsweise wir wollen halt auch da auch so ein bisschen Qualität reinbringen, sag ich jetzt mal, nicht, dass jetzt, sag ich jetzt mal, 14-Jähriger sich hier bewirbt und dann im Endeffekt heißt es wieder in einer Woche, oh, ich hab keinen Bock mehr, darauf haben wir nämlich nicht so wirklich Bock, um ehrlich zu sein, sondern wir wollen halt wirklich welche haben, wo wir wirklich sicher sein können, ja, okay, die machen es ordentlich, die machen, wenn man ihnen was sagt, dann sage ich jetzt mal, machen sie es auch so, wie man es gesagt hat, und wenn sie, sage ich jetzt mal, verändern, sagen sie vorher Bescheid, und machen da nicht irgendwelche Zicken oder so. Wir wollen halt gerne kompetente Server-Team haben, wo man sich halt auch darauf verlassen kann, dass sie keine Scheiße machen mit den Rechten etc. pp. Das stimmt. Also ich sage jetzt einfach mal so, Grundvoraussetzungen sind natürlich TeamSpeak, denn dass man so am Tag vielleicht so eine Stunde locker Zeit hätte für den Server, sage ich jetzt mal. Und auf jeden Fall, dass man auch, beziehungsweise nicht wegen jeder Kleinigkeit anfängt rumzuheulen, also deswegen halt auch, wissen wir das alle, sei jetzt nur 15. Ja, wie gesagt, wenn ihr halt, am besten ist, wenn ihr euren Skype-Namen oder so unten reinschreibt, dass man euch dann irgendwie anquatschen kann, wenn ihr wirklich Interesse daran habt. Oder am besten eine Privatnachricht, weil soll ja jetzt nicht jeder, soll ja jetzt nicht jeder seinen Skype-Namen in, mal in die Kommentare schreiben und im Endeffekt werden sie von irgendwelchen Idioten geedit, die sich als, ja, stimmt schon. Nee, dann sendet per private Nachricht entweder an Markus Nator LP oder an Weltwunder LP, weil der Frozen Crafting geht, werde ich, obwohl, den kann ich eigentlich gleich machen, den könnte ich den Link hier eigentlich geben, dann können sie da eigentlich die Bewerbung hinschreiben, sage ich jetzt mal, also die Bewerbung, Klammern, die als, Skype, was ist das? Ja, dann würde ich sagen, können wir den Channel so gleich mal als Aktivitäten nutzen, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, so ein Video wird auch noch bei mir dann kommen, wie man sich dafür bewerben kann.